Willkommen zurück, Leute. Heute werden wir mal schauen. Vielleicht werden wir weiter die Galaxie scannen. Oder vielleicht kümmern wir uns um neue Teamkameraden. Aber eins werde ich sicherlich aufschieben, nämlich die Loyalitätsmission. Und alles andere. Naja. Wir sehen uns, wenn es soweit ist. Anomalie geortet. Oh shit. Ich wiederhole. Unidentifizierte Sonde gestartet. Ach, blöden Eclipse-Seltener, die so eine Nervensäge. Sehr cool. Aber die sehen immer gleich aus, oder? Gefühlt. Der Frachter Teralan hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Dranex-System an Bord genommen. Der Teralan hat mit Hinweis auf Piratenaktivitäten entlang der Route für die Ladung eine Eskorte angefordert. Eine Eskorte? Ich kam nicht zum Lesen. Auch abgefahren, mal wieder Schilde zu sehen. Hey, warp meine Kollegen nicht. Los, Garrus. Du schaffst es. Viele Feuerkraft. Auf den Boden mit dir. Lass mal sehen. Alarm, wir werden von Söldnern angegriffen. Bringen Sie die Zivilisten in die Mannschaftsquartier und kehren Sie dann auf Ihre Posten zurück. Der Hauptcomputer muss um jeden Preis verteidigt werden. Na schön, okay. Wenn es weiter nichts ist, kommt aus euren Löchern, ihr Ratten. Nach den ganzen Kollektorenkämpfen sind die ja ein Witz. Haha, deine Ecke wird dich auch nicht schützen können. Shit. Auf den Boden, nee. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ich will mich ein bisschen amüsieren. Wenn wir die ganze Zeit in der Ecke bleiben, ist es zu sicher. Nein, das ist okay. Noch hast du eine Schonfrist. Oh. Gut gelandet. Aber wenigstens schreist du nicht so rum wie deine Asari-Kollegen. Dachtest wohl, du bist sicher, was? Tja, das hast du jetzt davon, Miststück. Nein. Weiter geht's. Okay, alles klar, das ist schön. Ich denke immer, ich halte wenig aus, also meinen Charakter, aber. Ihr seht ja, die anderen werden auch leicht weggepustet. Ja? Was war's mit dir? Okay. Dechiffriere die Daten. Ah, shit. Ich warte die anderen mal ein bisschen zu Tode. Oh nein, Garrus. Warum bist du da hinten? Du brauchst Unterstützung, um uns zu finden. Siehst du uns nicht, du blindes Schaf? Stolz, weil ich den Klettern nicht was. Das kann ich mir auf dem Film. Ich habe den
Weißt du was? Du läufst lange genug rum. Ziel hat sich getan. Auf dem Boden. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Das sieht man gerne, oder? Boah, fließender Wechsel gefließt. Okay. Fahren wir ab. Die entschlüsselten Daten sind unvollständig. Zur Feststellung der Position der Terralan sind weitere Informationen nötig. Die Daten wurden zur weiteren Analyse an Cerberus übermittelt. Alles klar. Gute Arbeit. Dann hauen wir mal ab von hier. Die sehen so eklig aus, oder? Der Nebel auf der Planetenoberfläche führt zu Interferenzen mit ihrer Navigation. Sendetürme in der Nähe könnten als Orientierungspunkt dienen. Feinde! Oh. So muss es sein! Dieser Wurmdrachen. Das ist schon sehr speziell. Die sind ja nur Ablenkungen. Okay. Dann zieh halt die Maschinenpistole, die so viel gegen gepanzerte Gegner bringt. Ey, die Rüstung sieht so fett aus in Schwarz, oder? Die sieht so... Das passt einfach perfekt mit diesem, mit dieser Art von Material auch. Wenn es so sehr glänzt, sieht es nicht mehr cool aus, finde ich. Finde ich ja. Okay, ist ja nur Geschmackssache, Leute. Wenn nicht. Wieder in den Dunst. Feinde vor uns! Ach, ärgerlich. Gleich wieder leere Munition. Ihr könnt ja auch mal was machen. Ey, hätte man ihr nicht auch noch so einen Raumanzug anziehen können? Sieht doch so albern aus. Was läuft die da mit ihrem... mit ihrem Ziviloutfit? Ihr Pisser! Hört auf wegzurennen! Kommt her! Na, dann haut mal ab. Du Depp! Renn endlich los! Oh, shit. Leute, wollt ihr ihn vielleicht angreifen? Solange ich hier halbtot rumgeistere. Hä, freundlich aus. Normalerweise meckern die ja immer. Das ist auf jeden Fall nicht so hart wie... wie Garm. Oh Mann. Ciao. Das war es mir dann doch noch wert. Aber ich werde jetzt... sind wieder ganz, ganz... Oh nein, diese Pisser können sich wieder aufladen. Verdammt. Ah, geil. Entdeckung. Ja, kommt doch her. Worauf wartet ihr denn? Ihr könntet mich einfach flankieren. Hier sind zwei Wege, die ihr nehmen könntet. Meine, du Zecke. Das gefällt mir gar nicht, wie du hier rumrennst. Auf die Knie mit ihm. Na, dann sehen wir uns hier mal um.
Was ist, wenn auf dem Planeten eine saure Atmosphäre ist? Dann würde sie doch verätzen. Okay, hier ist das erste Mal, dass man mal ein bisschen eine andere Vegetation sieht. Also auch die... Der Boden ist anders. Und das Ding sieht man auch auf dem Bild hinten auf der Packung, auf einem der Screenshots. Oh, ihr Flaschen, echt. Ihr seid so schlecht, Teamkameraden. Bleibt immer zurück, wenn es um Action geht. Kassiert lauter Treffer, ihr geht immer gleich drauf. Deine Rüstung ist so cool, ja. Aber du gehst immer so leicht drauf, Garrus. Ist nicht gut. Schade, dass man hier so gar nicht speichern kann. Oh nein! Du kleiner Pisser. Oh, was mache ich denn? Ich hätte ihn doch runterschubsen können. Aber das mache ich jetzt mit ihm. Nein, oh mein Gott. Reaper-Schiff? Egal. Es gibt kein Reaper-Schiff in... Doch, aber nicht das meinte ich. Ups. Setz die Überlastung bei ihnen ein. Das gefällt mir schon eher. Ein paar tote Watcher sieht man immer gern. Watcher. Watcher. Egal. Egal, Mann. Ich wette, die wissen selber nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Los, Miranda! Drop ihn! Aber das Gute ist, wenn man ihn erledigt. Mein Warp! Mein Warp! Und deine eigene Dummheit. Aber ich kann nichts machen! Diese Decken! Lass sich immer killen! Bloodbag Sprengexperte. Wahrscheinlich ist er gut darin, sich selbst hochzujagen. Oh, du hast Gesellschaft. Junge. Deine Schreie helfen dir auch nicht. Du willst meine Position stellen, du kleine Ratte, hä? Sehen wir uns das ist nicht so schlau. Ja. Müssen wir ja leider. Dank euch. Hey, Garrus. Volle Deckung! Du enttäuscht mich. Aber komm, ist doch cool. Los, wir müssen hier weg. Los, ja. Gute Idee. Das sprengt. Das bringt's alles hoch. So. Ja, jetzt haben wir mal wieder die ganzen Nebenquests erledigt, die sich so bieten. Bis wir dann wahrscheinlich zivilisierte Gegenden besuchen und dann dürfen wir wieder tausend andere Sachen machen. Aber immerhin ist kein Scannen an der Reihe. Das ist auch mal angenehm, oder? Na dann, macht's gut, Leute.